Weiter geht es mit der Installation und meinem Fazit zu diesem Headset. Hallo ihr lieben Wissbegierigen. In diesem Video zeige ich euch die Installation und mein Fazit dazu. Also wie ich euch schon gesagt habe, hier könnt ihr euch Kopfeinstellung machen, rechts und links, nicht zum Verwechseln. Ich setze jetzt einmal auf. Ja, passt schon. Es ist gedämpft, der Hintergrund. Passt am Kopf. Und wenn ich jetzt da rumschocken würde, ja, es ist leicht. Jetzt holen wir uns unser Guide. Wo ist er denn? Dann gehen wir mal diesmal nach dem aus. Wir probieren es jetzt erst einmal übers Tablet. Wenn nicht, dann müssen wir das umgestalten. Definitiv müssen wir Bluetooth dann aktivieren. Genau, dass der das dann macht. So, wir schalten jetzt mal Bluetooth ein. So, schalten wir mal das ein. Da unten ist auf der rechten Seite ist der Knopf zum Einschalten. Es blinkt. Und jetzt sucht er anscheinend die Connection. Jetzt hat er die Verbindung. Klicken wir an. Kopplung geschieht. Er fragt, wollen Sie koppeln? Klar wollen wir das. Er sagt mir gleich, Bluetooth JBL hat jetzt noch 90% Akkuleistung. Licht brennt jetzt. Jetzt brauchen wir uns mal eine Musik. So, jetzt schauen wir mal meinen YouTube-Kanal an. Fangen wir mal mit dem Unboxing. Und schau. Wow, ein klarer Ton. Hört sich das an? Nichts mehr zu hören. Das seht ihr hier. An der Leiste wird hier oben angezeigt, ist jetzt lauter oder nicht. So, dann machen wir mal. So, schauen wir mal. Wischen und wuscheln, oder? Nicht wischen und wuscheln. Witschen und wutschen, oder? Wie heißt das nochmal? Ha, habt ihr es gehört? Was ich manchmal für einen Schmarrn erzähle. Das ist jetzt meine Überraschungsbox. So, dann gehen wir jetzt wieder da raus. Das haut schon mal wunderbar hin. Der Ton ist klar. Erster Überblick, ich hätte mir jetzt eigentlich eine detaillierte Gebrauchsanweisung noch gewünscht. Also Quickstart ist gut, funktionieren tut's als Headset. Jetzt müsste man nochmal ausprobieren, wie das funktioniert. Also die Minustaste und Plustaste ist auch zum Vorspulen da. Und es soll mit Google Assistant auch funktionieren. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Im Endeffekt habe ich ja doch kein Mikrofon. Nee, Mikrofon ist da nicht integriert. Dann probiere ich jetzt nochmal schnell mit dem Handy aus. Jetzt habe ich gerade mein anderes Handy geholt und jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich jetzt mein Smartphone anrufe, ob das so hinhaut mit der Rufannahme. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das da. So, wenn ihr das jetzt umklappt, na, wenn ihr das umklappt, ist es verdeckt, der Anschluss. Kommt kein Wasser rein und gar nichts. So, was mir jetzt ein bisschen fehlt, das ist jetzt die Beschreibung, wo sich genau dieses Mikrofon befindet. Also, anstecken lässt sich einfach. Was ich jetzt wieder ein bisschen schade finde, dieses Kabel ist zu kurz. Also für einen Computer zum Anstecken ist es definitiv zu kurz. Ich stecke es jetzt einmal kurz an. Aufladen funktioniert. Laut meinem Bildschirm hat er das erkannt. Dann machen wir das jetzt gleich wieder zu, dass wir nichts kaputt machen und dass wir nichts verlieren. Mein Fazit. Ich muss jetzt mal sagen, also ich bin von diesen Kopfhörern begeistert. Es ist ein klarer Klang da. Ich verstehe alles. Es ist sogar ein Mikro drin verbaut. Ich weiß zwar nicht wo. Dafür ist, finde ich, diese Beschreibung ein bisschen dürftig, also ich hätte noch die Erklärung haben wollen, wo genau ist dieses Mikro verbaut. Also das habe ich jetzt leider nicht gefunden. Wenn ihr die Kopfhörer verstellen wollt, macht es immer hier, wenn das unten ist. Ich habe manchmal die Angewohnheit, ich tue, während ich das aufgesetzt habe, dann versuchen, das zu justieren. Funktioniert nicht, macht ja bloß den Kopfhörer kaputt, lasst es bloß bleiben. Und hier kann man es dann sogar runterklappen und handlich verstauen überall. Das geht.
schöne weiche Polster. Da oben ist es auch nochmal gepolstert. Es ist beim Tragen sehr leicht, finde ich super. Man spürt zwar, dass man was auf die Ohren hat, aber es behindert einen keinen und man kann, während man vielleicht auch joggen geht, Hausarbeiten geht, kann man eben nebenbei Musik hören. Und das Schöne ist, man kann es sogar eben über dieses Headset alles steuern. Bluetooth-Verbindung geht einwandfrei. Abmelden, anmelden, hinübermelden beim anderen Gerät. Alles funktioniert einwandfrei mit Bluetooth. Wir kommen jetzt zu der Rufannahme. Wenn jemand euch anruft, ihr habt es verbunden, reicht der Druck auf diese Taste mit dem Pünktchen. Draufklicken, ihr nehmt es an. Nochmal draufklicken, ihr beendet es. Klickt ein bisschen länger drauf. Aktiviert ihr das Mikrofon und könnt mit dem Headset, mit dem anderen, mit dem Anrufer kommunizieren. Funktioniert einwandfrei, genauso wie ihr das wieder abschalten könnt. In meinem Probevideo habt ihr gehört, der Ton ist da. Beim Video ist so, ihr spult damit nicht vor, sondern ihr überspringt den Titel. Das heißt, schaut euch ein YouTube-Video an, das habe ich ausprobiert. Drückt's da drauf, dann überspringt's zum nächsten Video. Egal, was für eins anscheinend es zum Thema passt. Bei mir war es Harry Potter und bin ja auf einem anderen Kanal aufs Harry Potter Video gesprungen. Rückwärts ging leider nicht. Da war wahrscheinlich in der Playlist nichts drin. Also wenn in der Playlist noch weitere Videos wären, denke ich ja mal, kann das zurückspringen. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, also vorwärts springen auf andere Videos funktioniert. Bei der Musik wird's dann so sein, ihr wird's dann diese Musiktitel nach vorne springen können und zurück anhalten, immer mit diesem Punkt. Hat einwandfrei funktioniert. Dann haben wir noch ein anderes. Da hätte ich ja sogar gar nicht Google Assistent braucht. Den hatte ich jetzt mir installiert, schon wegen was anderem. Es funktioniert mit der Siri, funktioniert mit dem Google Assistenten und mit Bixby. Dann habe ich es mit dem Google Assistenten probiert, eingeschalten, auf das Mikrofon drauf gedrückt, 2 Sekunden. Und ich konnte wirklich mit meinem Google Assistenten reden. Es hat alles funktioniert, er hat alles einwandfrei verstanden. Klarer Ton hat sofort meine Frage beantwortet. Von diesem Gerät bin ich schon mal begeistert. Wenn es jetzt dann wirklich noch so ein Mikrofon wäre für Gaming, wäre es noch optimaler. Ich habe mir jetzt dann doch die Frage gestellt, müsste man ja damit dann Videos auch aufnehmen können. Ich bin jetzt extra in einen anderen Raum gegangen, um das zu testen, sonst steuert es ja wieder mein Mikrofon vom Smartphone an. Auf jeden Fall habe ich es ausprobiert, also aufnehmen könnt ihr mit dem nicht. Schade. Es ist jetzt eigentlich wirklich nur dazu da, Headset, Rufannahme, Musik vorspielen, zurückspielen, Videos sich anschauen, ohne dass ihr da auf dem Handy oder Smartphone umeinander tippen müsst. Das ist auch eine gute Idee. Also mir wurde es halt empfohlen, dass JBL sehr gut sein soll und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein super klarer Klang, ich verstehe alles, alles ist echt leicht verständlich. Ihr müsst halt bloß aufpassen, wenn ihr es jetzt laut stellt. Es ist hier keine Begrenzung drin. Also bei den Kopfhörern von den Kindern, die haben auch ein JBL, ist eben so, da ist eine Dezibelbegrenzung drin, damit sie das nicht unnötig laut drehen. Also den Langzeittest kann ich jetzt nicht machen, aber jetzt in dieser Form, wie ich das jetzt ausprobiert habe, finde ich die genial. Und dann werde ich mir wirklich überlegen, ob ich mir nochmal solche Kopfhörer mit eben diesem Mikrofon zum Ausklappen. Das war jetzt mein Installation- und Fazitvideo. Schaut doch wieder bei mir rein. Bis zum nächsten Video, eure Petra.